Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum direkt aus dem Studio am Garnmarkt in Götzis. Und ich darf heute eine wirkliche Prinzessin bei uns begrüßen, und zwar recht herzlich willkommen bei uns Miss Vorarlberg Oliveira. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Wir werden sicherlich interessante Minuten jetzt erleben gehen, aber schon zurück auf den 23. Jänner, als die Misswahl über die Bühne gegangen ist. Ich nehme an, dieser Tag hat dein Leben verändert. Ja, also es war wirklich ein sehr erfolgreicher und schöner und unvergesslicher Tag, vor allem Abend. Und ja, es war unglaublich. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber ja, ich hatte keine Erwartungen. Und ja, ich bin natürlich überglücklich und immer noch sprachlos. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mit dem Titel hast du überhaupt nicht gerechnet. Oder natürlich gehofft, nehme ich an. Ja, hoffen tut natürlich jeder, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet, da ich, wie gesagt, keine Erwartungen gehabt habe. Und ich habe es einfach genossen und ja. Wie kam es eigentlich dazu? Hast du dich selber angemeldet? Wurdest du von Freunden animiert, an der Misswahl teilzunehmen? Oder wie kam es eigentlich dazu? Ja, ich habe mir das sicher 2 Jahre vorher schon mal angeschaut, per Livestream. Und ja, es hat mir wirklich sehr gefallen, da ich immer schon was mit Modeln zu tun haben wollte. Und ich dachte, die Misswahl ist sicher ein guter Einstieg und mal ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und ich bereue es wirklich nicht. Ich habe es wirklich genossen und bin dankbar, dass ich dabei sein durfte. In diesem Fall haben auch wir etwas dazu beigetragen. Wir haben vor 2 Jahren diesen Livestream produziert und auch heuer wiederum die Live-Übertragung produziert. Als du dir das Ganze angeschaut hast, warst du dir sicher, irgendwann stehe ich hier mit dabei? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch sicher, dass die Misswahl ein gutes Sprungbrett ist. Und ich habe von Anfang an gesagt, mir ist es nicht wichtig zu gewinnen. Egal welcher Platz mich trifft, sage ich mal so. Ich will auf jeden Fall mit den Modeln weitermachen und dort einsteigen, egal wie die Misswahl für mich verläuft. Wie war das Ganze in der Vorbereitung mit den, ich stelle mir das relativ als Mann natürlich sowieso, doppelt und dreifach schwierig vor, mit den High Heels hier auf der Bühne unterwegs zu sein? Wie waren die Vorbereitungsshows und so weiter für dich? Ja, es war wirklich eine sehr schöne und unvergessliche Zeit. Also klar war es ein bisschen anstrengend, aber es hat auch wirklich so Spaß gemacht. Wir hatten viele Laufstegtrainings, wir hatten Anproben, wir hatten tolle Fotoshootings in der Villa Raczynski, auch im Casino Bregenz. Dann hatten wir tolle Auftritte wie die Gala der Missen in Bregenz, und wir durften auch auf dem Stickerball mitlaufen und natürlich der Misswahlabend. Und ja, unser Coach Astrid Mangen hat uns da wirklich sehr gut ausgebildet, und es war im Großen und Ganzen wirklich eine sehr schöne Zeit. Wenn wir zurückblicken auf den 23. Jänner, kurz vor die Show begonnen hat, kommt da so ein richtiges Herzflattern und Nervosität auf? Nein, also ehrlich gesagt, an diesem Tag waren wir wirklich alle sehr gelassen und ruhig, hatten es lustig, haben sogar bei den Proben geblödelt. Aber als es dann immer näher kam, als es dann später und später wurde, da haben wir schon alle gemerkt, dass wir alle ruhiger wurden und ein bisschen nervös wurden. Aber ich persönlich habe es wirklich genossen. Ich war jetzt wirklich nicht so aufgeregt. Natürlich am Anfang schon, wenn man das erste Mal rausläuft und die ganzen Leute sieht, Familie, Freunde. Aber später habe ich es wirklich nur genossen. Eine etwas unvorbereitete Frage, und ich hoffe trotzdem um eine möglichst ehrliche Antwort. Wie ist es eigentlich unter den Mädchen? Gibt es da in den Vorbereitungszeiten, bilden sich da Freundschaften oder gibt es unter Anführungszeichen Zickenkriege? Also ganz ehrlich, wir hatten wirklich eine so tolle Truppe. Wir haben uns wirklich alle so gut verstanden, und das hat uns die Zeit dort natürlich auch erleichtert, weil es waren kaum zu glauben, aber es waren so tolle Mädels dabei, und wir haben uns, wie gesagt, super verstanden und es haben sich so tolle Leute um uns gekümmert, und es war ja wirklich eine schöne Zeit. Jetzt warst du, wenn ich richtig informiert bin, die jüngste Teilnehmerin bei dieser Jubiläumsausgabe, bei dieser 50. Misswahl.
die jüngste Teilnehmerin in dieser Geschichte ist natürlich auch noch etwas ganz Besonderes. Hat man dich da spüren lassen, dass du die Jüngste bist? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wir haben uns alle sehr gut verstanden, auch egal, ob es jetzt einen Altersunterschied gab oder nicht, das hat man überhaupt nicht gemerkt, weil ich persönlich denke, Reife hat nichts mit Alter zu tun. Und nein, also ist eigentlich alles gleich gelaufen. Ich war natürlich ein sehr großes Küken, ich war die Jüngste und die Größte. Also ja, nein, also es war eigentlich toll. Ist es unverschämt zu fragen, wie groß du bist? Nein, überhaupt nicht. Ich bin 1,77 oder 1,78. Nein, ich glaube, ich bin 1,78. Ja, also ich bin schon eine Große. Wie siehst du grundsätzlich, wenn man das als Schönheitswettbewerb bezeichnen kann, wie stehst du grundsätzlich zu Schönheitswettbewerben? Also ich bewundere immer wieder den Mut der Bewerberinnen, die bei solchen Wettbewerben mitmachen. Denn es ist oft so, dass heutzutage die Schönheit auf das Äußere reduziert wird. Und meiner Meinung nach ist nicht nur das Äußere wichtig, sondern auch die Persönlichkeit. Es geht darum, dass man viel Selbstbewusstsein und eine gewisse Ausstrahlung braucht, um die Jury als auch das Publikum zu fesseln und für sich zu gewinnen. Und keiner glaubt, wie viel Arbeit, aber auch Spaß in so einer Vorbereitung drinsteckt. Ja, man merkt es auch bei dir, die Rhetorik ist gegeben, die Ausstrahlung ist gegeben. Ich glaube, das gibt sehr viel im gesamten Leben Hilfe, nehme ich an, auch Selbstbewusstsein. Jetzt bist du Zahnarztassistentin und ich kenne mich in diesem Beruf ein wenig aus, weil meine Tochter die gleiche Ausbildung im Moment macht. Wie ist es jetzt mit den Patienten oder Kunden umzugehen, wenn sie jetzt von einer Miss vor Radlberg betreut werden? Ja, also es ist wirklich überraschend schön. Also ich werde sehr oft darauf angesprochen und viele Patienten möchten auch Fotos mit mir machen. Es ist ungewohnt, aber sehr aufregend und schön. Also ich freue mich immer wieder. Es ist wirklich sehr schön. Vielleicht ganz kurz beim Beruf zu bleiben. Wo siehst du deine Zukunft? Siehst du deine Zukunft eher im Modeln? Natürlich wirst du jetzt nicht sagen können, nein, ich höre auf in diesem Unternehmen, aber siehst du die Zukunft eher im Modeln oder doch eher in dem Beruf, den du im Moment ausübst? Also ich mache auf jeden Fall dieses Jahr noch meine Ausbildung zur Zahnarztassistentin fertig. Aber klar wäre es schön, wenn ich dann modeln könnte. Das wäre wirklich ein Traum von mir, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, sein Hobby zum Beruf zu machen. Aber man schaut nochmal. Also die Türen stehen auf jeden Fall weit offen und die Chancen stehen aus dem, was wir wissen, auch relativ gut für die Miss Austria-Wahl. Jetzt steht diese Wahl vor der Tür, schon aufgeregt im Hinblick auf die Miss Austria-Wahl? Nein, überhaupt nicht. Ich werde es einfach wieder ganz positiv angehen, wie hier bei der Wahl, werde keine Erwartungen haben und ich freue mich wirklich auf die Zeit dort und werde sie einfach genießen. Jetzt war ja die Miss Vorarlberg-Wahl die erste Wahl. Verfolgst du die anderen Wahlen in den anderen Bundesländern? Gehst du vielleicht sogar zuschauen, oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe bis jetzt nur die Miss Vorarlberg-Wahl befolgt. Aber in den anderen Bundesländern habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht reingeschaut. Ich werde die Gewinnerinnen sowieso bei der Miss Austria-Wahl kennenlernen. Also nein, eher nicht. Jetzt hast du ein wunderbares Auto gewonnen bei der Miss Vorarlberg-Wahl. Also auch eine Miss Vorarlberg bekommt nicht früher den Führerschein, also jeder andere. Ich nehme an, du hast den Führerschein noch nicht. Aber was passiert mit dem Führerschein? Bist du dran? Und vor allen Dingen, was ist im Moment mit dem Auto los? Ja, also ich habe, wie Sie gesagt haben, habe ich den Führerschein noch nicht, das ist richtig. Aber ich werde ihn so schnell wie möglich nachholen. Das wird dann bald sein, nach den Prüfungen. Alles nach der Reihe. Das Auto habe ich noch nicht bekommen, aber das werde ich bald bekommen. Und dann werde ich die Straßen unsicher machen. Aber die Freude, die Vorfreude ist schon riesig. Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch eine Motivation zum Führerschein machen. Also auf jeden Fall. Jetzt
Bist du aus Hohenems? Bist eine Hohenemserin? Hat man das auch in der Heimatstadt Hohenems mitverfolgt? Wie hat die Stadt gefeiert und ja, wie hast du das Ganze so mitbekommen? Ja, also die ganzen Hohenemser und Hohenemserinnen, wie ich mitbekommen habe, haben sich sehr mitgefreut. Natürlich auch meine Familie und Freunde. Mein ganzes Praxisteam hat mich voll und ganz unterstützt. Die waren auch live dabei. Und diesen Montag war ich beim Herrn Bürgermeister. Den Herr Ammann, der hat mich auch mit einem wunderschönen Blumenstrauß persönlich empfangen und hat mir auch persönlich gratuliert und im Namen der Gemeinde Hohenems auch gratuliert. Und ja, es war wirklich sehr schön und herzlich. Was wir noch nicht besprochen haben oder überhaupt noch nicht angedeutet haben, sind die Hobbys. Was hast du für Hobbys, außer jetzt zum Modeln, auf der Bühne zu stehen und so weiter? Was sind deine Hobbys sonst? Ja, also wenn ich nicht gerade viel Zeit in der Praxis verbringe, da ich sehr viel arbeite, reise ich sehr gerne. Ich sehe gerne viele Länder und will immer was Neues entdecken. Dann mache ich gerne Sport und kümmere mich gerne um meinen Körper, als innerlich und äußerlich. Also ja, und gehe gerne aus natürlich, treffe mich mit Freunden und viel bleibt eigentlich gar nicht mehr übrig. Wenn ich beim Sport einhaken darf, was für einen Sport betreibst du? Also einen bestimmten Sport betreibe ich nicht. Ich gehe gerne joggen, verbringe viel gern Zeit in der Freizeit. Ich bin eher auch der bequemere Typ. Also ich setze gerne auf Hometraining, also habe dort meine Matte zu Hause und gehe nicht gerne ins Fitnessstudio. Da bin ich leider zu faul. Und ja, dann mache ich das gerne zu Hause. Und die Freunde und die Freundinnen, nehme ich an, die haben sich auch riesig über diesen Erfolg gefreut. Ja, auf jeden Fall. Die haben mich alle immer voll unterstützt und ja, die haben sich wirklich sehr gefreut. Jetzt blicken wir noch etwas in die Zukunft. Was hast du für Ziele, was hast du für Wünsche? Was wünscht sich eine junge, hübsche, erfolgreiche junge Dame? Ja, eigentlich bin ich wunschlos glücklich, denn ich bin jetzt überglücklich über den Titel und das Ganze. Es läuft alles super, aber wichtig ist mir natürlich, dass ich gesund und glücklich bleibe und dass ich im Model-Business vielleicht auch Fuß fassen kann. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Wir wünschen dir einfach nur das Allerbeste für die Zukunft und ich glaube, ich spreche auch im Namen der Zuseher. Wir haben nicht nur eine hübsche Miss Vorarlberg, sondern eine sehr sympathische Miss Vorarlberg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, liebe Zuseher, das war's. Miss Vorarlberg Oliveira zu Gast beim Ländle Talk. Und ich hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk.